Jo, willkommen zurück bei Sex Games and Rock'n'Roll mit den Trial Max. Wir sind jetzt bei der Nummer 2 angelangt, dem Medium Mac Centurion. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen mit meinem Rudel hier bewegen, wie es sich natürlich auch gehört. Das ist grundlegend immer ein wunderbarer Tipp, wenn ihr mit einem Trial Mac unterwegs seid. Und euch sowieso erstmal ein bisschen einspielen müsst oder so. Seht immer zu, dass ihr bei eurem Team bleibt, dass ihr nicht als Einzelkämpfer an den Start geht. Denn Hitzeeffizienz sowie Bewaffnung ist meistens eher suboptimal. Hier reicht es gerade so eben, um was Nettes reißen zu können. Er hat eine LB-10XAC, also eine Pumpgun. Zwei Medium Laser auf Waffengruppe 2, die Pumpgun in Waffengruppe 1 und auf der 3 noch Langstreckenraketen. Mit Artemis, wo die Geräte dann ein bisschen besser eintreffen und sowas. Ein bisschen geballter, zentrierter. Ach, Mann. Auf jeden Fall. Seht natürlich dann halt erstmal zu, dass ihr die Langstreckenraketen auch loswerdet. Solange euer Team noch nicht richtig krass in den Nahkampf verwickelt ist, solltet ihr das auch nicht machen. Und wenn es soweit ist, sucht den nahen Nahkampf. Denn euer Zugpferd im Kampf wird in diesem Fall die Pumpgun sein, auch wenn ihr nur 30 Schuss habt. Die Laser sind schmückendes Beiwerk. Und die Pumpgun wird da wahrscheinlich den hauptsächlichen Schaden verursachen. Naja, wird sich auch zeigen. Medium Laser machen, glaube ich, 5 Schaden. Die Pumpgun, glaube ich, auch. Also, wenn man es gut deichselt, dann kann man da mit beiden zusammen ordentlich was reißen. Aber die Laser verursachen recht viel Hitze. Und bei der Hitzeeffizienz, den Heatsinks, die dieser Kollege hier hat, würde ich bald behaupten, dass das Ganze ein bisschen kritischer ausfällt. Was noch brauchbar sein könnte, fällt mir gerade nicht ein. Naja, auf jeden Fall, der Kollege hier, der hat eine sehr hohe Geschwindigkeit, mehr als dieser Loser Scout McRaven, den es hier bei den Trial Max gibt. Was ich ein bisschen schade finde. Ich meine, in dieser Perspektive natürlich geil für diesen Mac. Aber dass der Scout Max so lahmarschig ist, das ist echt deprimierend. Auf jeden Fall, wenn ihr ins Gefecht geratet, solltet ihr zusehen, dass ihr eure Geschwindigkeit dann noch ausnutzt. Umrundet eure Gegner, die sind meistens falsche Taste H. Ja, wahrscheinlich oftmals nicht ganz so schnell, wenn ihr auf Medium oder auf Heavy Max geht. Und könnt somit dann wahrscheinlich den Gegner schön ausmanövrieren, umrunden oder, wenn es richtig gut läuft, sogar hinter ihm bleiben. Das wäre dann wohl nochmal ziemlich nice. Aber wir haben jetzt zum Glück erstmal den Vorteil, dass wir wirklich im Fernkampf bleiben können. Unsere Kollegen, die scouten ganz gut, wo die Gegner schon Spackes hocken. Wir können auch dementsprechend dann draufhalten. Müssen natürlich hoffen, gucken, dass wir selber nicht abgeschossen werden. Und werden jetzt weiter unsere Langstreckenraketenmunition reduzieren. Der Mac ist nicht nur schnell, sondern auch wendig, was euch einen weiteren Vorteil einbringt. Bei den Langstreckenraketen müsst ihr immer darauf achten, dass ihr nicht zu nah vor irgendwelchen Hindernissen steht, weil ansonsten gibt es einen Trockenschuss. Was da heißt, eure Waffen, eure Raketen fliegen, ich demonstriere euch das mal hier gegen den Berg, und verenden ihr explosionslos. Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt gerade gesehen, wie sie da abgeprallt sind, also wie sie rein gar nichts gerissen haben. Was da irgendwo dann gewiss ein bisschen schade ist. Oh, hier ist ein Atlas. Wir nutzen mal unsere Geschwindigkeit, um ihn ein bisschen zu ärgern. Bam, eins mit der Pumpgun verpasst. Oh, wir sollten wieder zusehen, dass wir Land gewinnen. Ah, wir sind so schnell, dass die Raketen uns nicht treffen können, oder was? Das ist very nice. Wuhu, Fitz. Das nutzen wir doch mal aus. Also ich fühle mich hier gerade, als würde ich in einem effektiven Scout Mech sitzen. Ah, Mist, verwackelt. Der hat wohl irgendwie nicht ganz damit gerechnet, dass wir ihn erwischen. Also er ist wahrscheinlich als Scout Mech Jäger auch ganz gut, wenn ihr hinterm Scout Mech seid und er läuft gerade eine gerade Linie. Dann verpasst dem Kerl eine mit eurer Pumpgun. Scheiße, schon wieder nicht auf die Hitze geachtet. Das passiert mir dauernd mit Trial Max. Wir haben auch tatsächlich noch sehr viele Schuss für unsere Pumpgun über. Das ist wohl nice. Und damit werden wir dann jetzt mal weitergehen, ein bisschen den Gegner kitzeln.
unseren Teamkollegen hier unterstützen, der in seinem Stalker. Da steht ja noch einer. Einfach mal fröhlich weiter draufhalten. Also, man kann damit scheinbar recht effektiv arbeiten mit diesem Mech, wenn man sich erstmal zurückhält und darauf wartet, dass man zusammen mit seinem Team arbeiten kann. Es läuft ganz nett, würde ich mal behaupten. Hier ist ein Kollege, der diesen Mech fährt, aber ihn sich gekauft hat, mit einer Gauss-Rifle ausgestattet. Was ein gefährlicher Gegner sein könnte, aber zum Glück nicht ist. Naja, das Wichtigste habe ich euch erzählt. Ihr wisst ja, beachtet die Grundlagen, bleibt beim Team, bleibt ein bewegliches Ziel, nutzt erstmal euren Fernkampf und geht möglichst später in den Nahkampf, in Bewegung bleiben, bla bla bla. Viel Spaß mit dem Kollegen, wir sehen uns im nächsten Match.